Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Ich durfte just eine Flasche Sekt und einen großen Blumenstrauß überreichen, weil eine Mitarbeiterin von uns Jubiläum hat. 7 Jahre ist sie bei uns, diese Teamleiterin, und dafür bin ich sehr dankbar und bin sehr stolz darauf. Auch im Übrigen, nicht nur persönlich, sondern auch im Übrigen aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen. Warum? Wir sind in einer Branche tätig, in der sich so viel immer schneller und beschleunigt ändert. Medien, Technologien und. Und umso wichtiger und wertvoller ist das Wissen des Einzelnen darüber, welche Kampagnen in der Vergangenheit funktioniert haben oder eben nicht, welche Kommunikation funktioniert hat, um so immer besser zu werden, auch für den Kunden. Und ich sehe das mit großem Argwohn, wenn große Unternehmen auf Marken alle 12 Monate, 18 Monate das Produktmanagement bzw. das Brandmanagement rotieren lassen, auswechseln. Leute, die dann das ganze Wissen mitnehmen, ohne dass es einen Wissensspeicher oder ein System gibt, um das Wissen bezüglich der Vergangenheit zu konservieren und abrufbar zu machen. Oder andersherum, Fluktuation ist der Killer einer lernenden Organisation. Manchmal ist es dann mit Blick auf Großunternehmen ja sogar so, dass die Agenturen diese Wissensspeicher sind und das Know-how bezüglich der Vergangenheit haben. Und umso dankbarer bin ich für jedes Jubiläum, das hier bei Achtung gefeiert wird.